Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Xenoblade Chronicles 2. Ihr seht, ich bin bei den Genbu-Schneefeldern. Und wer meine Videos so in letzter Zeit auch immer verfolgt hat, so die stärksten Waffensplitter etc., der weiß, worum es sich heute denn handeln wird. Denn wir sind ja dabei, die 8 Superbosse, die nach dem Spiel erscheinen, zu besiegen, zu bekämpfen. Und dazu gehört der Wolkenmeerkönig Ken. Und wie gesagt, ihr findet ihn in Tantal. Dort auf der unteren Ebene, Reisepunkt Alter Säulenkorridor. Und von dort aus ist es nicht weit. Ihr müsst natürlich auf das Wetter achten, wenn ihr ihn noch nicht besiegt habt. Hier oben, ich habe ein Video dazu gemacht bei Waffensplitterfarmen und legendäre Kernkristallen. Dort erkläre ich auch ganz genau, wie ihr das macht, damit ihr das Wetter ändert und wann er erscheint. Ansonsten gibt es hier diesen einzigartigen Grabstein. Wenn ihr ihn schon mal besiegt habt, so wie ich in diesem Fall. Und ja, damit können wir ihn, wann immer wir wollen, egal bei welchem Wetter, beschwören. Und das machen wir jetzt auch gleich und dann zeige ich euch, wie das Ganze geht. Viel Spaß dabei! Wie immer beginnen wir mit dem Kampf-Setup. Ich habe Teelos natürlich drinne, die neue Klinge, das wird jetzt in Zukunft immer so sein, und eine Random-Klinge, einfach um dort die Stärke von dem Kämpfer ein bisschen zu erhöhen. Ihr seht auch hier, ist jetzt nicht weiter ausgerüstet, hat keine Hilfskerne drinne. Vertrauensstufe ist hier noch nicht, Harmonieringen, noch nichts weiter gemacht. Das Ganze ist denn auch für die anderen Mysra, ist bei mir natürlich schon stärker, weil ich sie ja immer mit drin habe. Dann habe ich Morak im Team. Dort alternativ könnt ihr die Klingen auch ändern. Bei mir ist Elektra schon relativ weit, die möchte ich jetzt noch fertig kriegen. Newt und Theory, ja, die sind jetzt auch noch nicht so stark. Und dann habe ich Nia als Elite-Heilerin drin, das macht sich in diesem Kampf sehr, sehr gut. Und die fehlenden Elemente mit bei. Und ja, das ist die Aufstellung. Also ich habe von jedem Element eins. Kommen wir zur Ausrüstung. Ihr kennt es aus vielen anderen Videos und das ist in diesem auch gleich. Optische Stürmband und die Avantgarde-Medaille für Rex. Das liegt daran, dass wir den kritischen Schaden erhöhen wollen. Morak bekommt einen Diamanten und eine Revitalisierungskapsel. Das heißt, wenn sie stirbt, dann bleibt ein Lebenspunkt da und über Autoangriffe steigt ihre KP. Und Nia als Heilerin kriegt halt Wiedergeburtsamulett, heilige Kette, um einfach die Effekte der Heilungstechniken zu erhöhen. Und dann haben alle die gleichen Items, das Schnee-Dudley-Gilet und den Siegesmovie. Habe ich jetzt auch schon mehrmals gezeigt. Schnee-Dudley-Gilet kriegt man hier sogar in Tantal beim Gemüsehändler und den Siegesmovie in Gormod. Ja, so weit, so gut zum Setup. Und ja, dann würde ich sagen, erwecken wir unseren Gegner und dann geht das auch schon los. Ich habe das in dem anderen Video zu den Waffensplittern auch schon mal erwähnt. Das ist meiner Meinung nach der Wolkenmeerkönig Ken, der einfachste aller 8 Superbosse. Den habe ich auch als allererstes dementsprechend besiegt. Und das sogar noch mit Stufe 79, wenn ich mich richtig erinnere. Ich werde das hier nachher mal auch reinschneiden, und die Taktik, diesen Kampf zu gewinnen, ist eigentlich relativ einfach. Wir gehen mit Rex komplett in die Offensive und versuchen dann mit den beiden anderen, Morak und Nia, ganz einfach die Elemente so schnell wie möglich aufzukriegen. Und da kann man sich jetzt bei so schnell wie möglich, weil ich das eben auch erwähnte, kann man sich sogar ein bisschen Zeit lassen. Also er hat jetzt gut eine ganze Menge Lebenspunkte. Das dauert schon ein bisschen, und aber nee, das war es eigentlich auch. Also so attackentechnisch ist er jetzt nicht so stark wie alle anderen. Also er bringt uns zwar mal auch ins Schwanken und Schleudern, aber das war es auch. Nia als Heilerin ist zur Stelle und belebt uns, wenn wir mal ableben sollten. Durch die Revitalisierungskapsel ist die Wahrscheinlichkeit halt auch relativ gering, dass alle sterben zeitgleich. Morak hält sich sowieso relativ weit draußen auf, Nia auch. Man geht einfach mit Rex hier auf die Eisfläche und bekämpft ihn direkt. Und dann wird man halt eben wieder belebt von Nia, wenn es nicht reicht.
Und das war's. Man haut die Elemente rauf und dann macht man eine Angriffskette. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier, aber nur damit ihr es halt seht, ich habe es damals geschafft. Und wenn man den Wolkenmeerkönig kennt, besiegt, hagelt es natürlich. Erfahrungspunkte 54.000 ist super und ihr seht es hier, geile Items. Also wie ihr gerade gesehen habt, das war jetzt ein Ausschnitt von damals, wie ich den mit 79 besiegt habe. Es bleibt alles das gleiche, man haut die Elemente drauf, ich habe das jetzt hier auch vorgespielt und startet dann in die Angriffskette. Vorher lohnt es sich immer, in diese ultimative Form von Mysra und Pyra zu wechseln. Ich habe hier sogar nur 7 Elemente, dachte, dass ich da schon bei 8 bin, weil auch die Lebenspunkte, man sieht, das reicht. Man braucht nicht unbedingt Stoßelement oder andere Items, um die Angriffskette, den Schaden zu erhöhen. Kann man natürlich machen. Ich empfehle sowieso euch dann, wenn ihr Probleme mit dem Gegner habt, nehmt die stärksten Klingen. Ich habe ja wie am Anfang gezeigt hier alles Klingen noch mit drin, die ich auch aufleveln möchte und weiterleveln möchte. Also kommt ihr sozusagen mit der B-Truppe an. Hat man die stärksten Klingen drin, dann geht das. Ihr habt es gesehen, 4 Elemente sind wichtig zum Elementbruch und ja, dann ist der Overkill relativ schnell erreicht und der Gegner dann auch besiegt. Ja, es gibt viel Erfahrung. Es gibt den Mondmaterie-Splitter, seht ihr hier, den habe ich ja auch bei den Waffensplittern schon einmal gezeigt, dass man den erfarmt. Sehr guter Splitter, gerade für Mysra, die dadurch den kritischen Schaden auf, ich guck mal kurz nach, hier sehen wir zum Beispiel, also genau, Teelos hat bei mir den Tachyon-Splitter drin, aber man sieht, den Mondmaterie-Splitter wäre jetzt nicht ganz so unterschiedlich, ne? 942 wäre dann auf 915 Angriff runter, aber halt eben die Critic Rate ist extrem, ne? 54%, also mehr als jeder zweite Schlag, prozentual gesehen, ist ein kritischer Schaden und das mit der Avantgarde-Medaille absolut genial. Also das funktioniert super und Rock geht da, glaube ich, sogar bis in die 90 rein. Ich habe es in dem Video, wie gesagt, Waffensplitter und wo man sie findet, habe ich das gezeigt und dort könnt ihr sehen, auch wo der Schaden so in etwa landet. Ja, das war es eigentlich zum Wolkenmeerkönig kennen. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Trotzdem, es ist jetzt nicht so lang und nicht so ausführlich. Wie gesagt, ist meiner Meinung nach der leichteste aller Superbosse. Und jetzt fehlen noch 2 Superbosse, die zeige ich euch. Da gibt es dann auch mal eine andere Angriffstaktik, ganz interessant. Kommt dann nächste Woche. Links abonnieren, Mitte anderes Video anklicken, wie immer. Und rechts geht's zur Rainer Ruffnicks Band. Haut in die Kommentare, ich lese sie mir alle durch und freue mich immer. Daumen nach oben nicht vergessen, das hilft mir ungemein und euch tut's nicht weh. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Herr Arbeit sagt ciao und bis zum nächsten Mal.